Happy Birthday, Ajahrou Khan. Happy Birthday, Muskim Naguri. Happy Birthday, Duraga Lothe. Happy Birthday, Irfan Khan. Happy Birthday, Ra Shahpurkh. Happy Birthday, Sikandar Ganju. Happy Birthday, Mohd Nes. Happy Birthday, Ram Kaki. Happy Birthday, Matt Abdur Rahman. Happy Birthday, Ilyas Ahmed. Happy Birthday, Ali Rasa. Happy Birthday, Bolu Misra. Happy Birthday, Eduska. Happy Birthday, Sarbicet Kuma. Happy Birthday, Matt Saddam. Heute habe ich das Spiel Groove Tropia. So, viel Spaß beim Video. Okay, ich bin jetzt hier in Grooftopia und das Spiel wurde mir vorgeschlagen, ich sollte das mal spielen. Sag ich mir gedacht, okay, gut, eigentlich wollte ich sowas noch nicht machen, aber ich habe gedacht, okay, gut. Kann ich ja jetzt mal mit anfangen. Weil ich wollte erst bei BlueStack alle Games gewonnen haben, die man gewinnen kann. Und ja, das Tutorial habe ich schon durchgespielt. Ich bin jetzt gerade hier in meiner Landschaft, auf meiner kleinen Welt. Ich muss wahrscheinlich den Schlüssel hierfür suchen. Ich habe das vorhin schon aufgenommen, aber ich habe vergessen, den Ton einzuschalten. Deswegen war alles ohne Ton gewesen. Ja, und ich habe vor ein paar Minuten erst herausgefunden, wie man nach unten bauen kann. Ich habe mich zuerst die ganze Zeit hier alles eben gehauen. Hier waren oben noch alles voller Bäume und Steine und alles Mögliche, das habe ich kaputt gehauen. Und jetzt habe ich vor ein paar Minuten erfahren, wie man. Was war denn das gewesen? Wie man nach unten mauern kann. Wenn ich jetzt einfach hier auf die Faust drücke, ich habe da jetzt Space reingesetzt, damit ich nicht immer da drauf drücken muss mit der Maus. Aber wenn ich da unten hauen möchte, muss ich hier die Faust anwählen. Nicht das Schlüsselrad, sondern Schlüsselrad, den Mausschlüssel, sondern die Faust. Und drückt dann einfach auf dieses Feld. Hätte ich das gewusst, dass es auch so geht. Ich weiß ja nicht, ob man hier später noch Feinde kriegt oder irgendwie sowas. Aber ich baue jetzt erstmal so weit nach unten, wie es geht. Meine Tasche ist hier auch schon ziemlich voll, wie ihr seht. Ich habe hier etliche Sachen. Ich weiß nicht, wie viel man tragen kann. Also wenn ich das Ganze tragen würde, ich glaube, ich würde keinen Meter mehr gehen. Das sieht so ein bisschen aus wie Minecraft in 2D-mäßig. Ich weiß noch nicht, ob man hier was craften kann. Ich denke mal bestimmt schon. Aber ich habe bislang immer nur Sand. Warte mal, was habe ich hier? Die Faust, den Schlüssel, das Craftbuch, den Cropedia-Buch. Den Lava habe ich hier. Sand, Steine, ein Telefon habe ich. Ich hatte davon auch eine Tür, die habe ich hingestellt und wieder kaputt gehauen und dann war sie auf einmal weg. Dann habe ich die noch unter, also noch mehr Sand. Das sind, glaube ich, Samen sind das. Und eine Jeans, die ich anhabe. Kann man die ausziehen?
Jo, jetzt habe ich es ausgezogen. Jetzt ist er angezogen. Okay. Und ich werde jetzt einfach mal so schnell wie es geht nach unten bauen. Faust angewählt und wenn das einer von euch kennt, das Spiel, kann er mir ja mal sagen, was ich da machen muss. Weil ehrlich gesagt, ich weiß es nicht so richtig. Okay, da geht es wohl nicht mehr weiter runter. Soll ja schon gerade sein, meine Stufe, ne? Wenn lange nicht draufschlägt, repariert sich das automatisch, wie man gerade gesehen hat. Jetzt bin ich gleich gespannt, was passiert. Das ist bestimmt Bedrock oder irgendwie sowas. Also bei Minecraft. Ich weiß nicht, ob man hier was suchen muss oder... Ich werde erstmal jetzt einmal hier komplett unten lang hämmern. Und dann werde ich jetzt sehen, ob ich hier irgendwie was sehe, ob ich was hier einsammeln muss oder nicht. Also hier auf der linken Seite schon mal gar nichts. Sobald man in der Nähe vom Spielrand kommt, es ist beschränkt nach links und nach rechts, wird der Ton leiser, wie ihr gerade gehört habt. Ja. Also hier ist schon mal nichts. Wir werden trotzdem bis zum Rand hinboxen. Mein Name bei dem Spiel ist Red Soul. Okay, ich merke mir mal den hier.
Das wäre dann diese Höhe. Um zu schauen, ob ich irgendwie was finde, was ich da einsammeln muss. Also sprich, irgendwas sehen, was anders aussieht als die anderen Sachen alle hier. Okay. Dann werden wir jetzt da bauen und den. Dann lasse ich jetzt auch mal den Schmutz so sein. Box mich hier bis zum Ende durch. Ich hoffe, da kommt kein Stein, dann dauert es ein bisschen länger. Es gibt drei Sachen, die ich irgendwie nicht zerstören kann. Das ist einmal meine Starttür, das Schloss, was ich da hingeknallt habe, und der Stein, auf den die Starttür. Also vier eigentlich. Vier Sachen. Der Stein, wo die Starttür ist. Achso, gut, das war alles. Also nichts Auffälliges. Ganz unten in der Background, den kann ich nicht zerstören. Dann kann ich das hier nicht zerstören. Die Statue, die Tür nicht zerstören. Und das Schloss, was ich da hingepackt habe, kann ich auch nicht mehr zerstören. Sekunden. Was ist dann? Der Tree. Ah, ich habe einen Baum gepflanzt. So, also ich habe nach unten gebaut, ich habe alles abgefarmt, die ganzen Bäume abgeerntet, die es hier gibt. Und jetzt muss ich mal schauen, was ich machen kann. Ich habe eine schöne kleine Fläche. Und ich habe hier das Buch. Habe ich alles schon fertig? Das war's, der letzte. Muss ich noch was machen? Komplett. Ah, hier. Ja, eigentlich bin ich ja schon fertig, oder? Ich muss jetzt noch 50 Gens Building Tenders Blocks. Okay. Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Da steht drauf, was ich machen muss. Gut. Ich muss Dirt Blocks. 10 Stück, 2 habe ich schon, also noch 8. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wow! Ich habe es herausgefunden, was ich machen muss. Was muss ich jetzt? Plan 5 Dirt Trees. Also Pflanze 5 Dirt Trees, Bäume. Dirt Trees, waren das die hier? Ja. Und was war das? Nee, das sind die Dirt Trees. Okay. Oh, da muss ich gar nicht pflanzen. Ich wollte hier oben. Okay. Pflanze war. Eins, zwei, drei, vier. Ich hab schon mehr. Wow. Da. Abbauen. So, dann habe ich meine
Der Tree ist gepflanzt. Jetzt. Species can use trees. Please. Please, was war's, please? Buy three small Sandpacks. Sandpacks. Sandpacks kaufen? Rock, Lava, Dirtries, Creep. Ah, hier, warte mal, Store. Was sollte ich kaufen? Oh, ich bin Beitrag. Warte mal, wir bauen hier so ein. Mein Haus. Mein Telefon. Ah, das Schloss ist da hinten. Nein, geht nicht. Okay, ja. Hose kann man ausziehen. An, aus, an. Das ist aber, glaube ich, unwichtig. Ich muss erstmal kaufen. Buy three small Sandpacks. Drei kleine Pakete auf den Store. Wie viel muss ich da abbauen, dass ich da drei Pakete kaufen kann? Ah, das ist ein Paket wahrscheinlich. Eins, zwei. Das ist alles ganz schön teuer hier, würde ich sagen. Ich habe noch keine Baumtoken. Aber ich fange schon mal an zu kaufen. Einmal den hier. Okay. Dann kaufe ich das hier. Geht nicht. Was muss ich noch kaufen? Keine Ahnung. Haben wir das gekauft? Und ich würde sagen, den hier noch. So, jetzt habe ich keine Punkte mehr. Ich habe drei Sachen gekauft. Habe ich jetzt. Nein, hat nicht dazu gezählt. So ein Mist. So ein Mist. Egal. Ich würde mal sagen, das war's denn für heute. Ist aber Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Wenn ihr einen anderen Vorschlag habt für ein Spiel, sagt Bescheid. Tschüss.